wie das System dich klein halten will. Dieser Staat verdummt seinen eigenen Bürger, damit er sie besser abzocken kann. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, wie das System dich klein halten will. Miese Recherche, meine lieben Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal und zieht den Aluhut auf. Wir gehen rein. Let's go. Nicht der Einzelne ist das Problem, die Gesellschaft ist abgerutscht. Aber sie sind so, muss ich sagen, wirklich bescheuert, so doof, aber nicht weit. Wirklich bescheuert? Er sagt es auf eine süße Art und Weise, aber, ne? Doof auf die Welt gekommen sind, sie sind dumm gemacht worden. Mhm. Dieser Staat verdummt seinen eigenen Bürger, damit er sie besser abzocken kann. Leider. Wir wissen halt aus der Psychoneuroimmunologie, dass Angst zwar ein idealer Ratgeber zum Kaufen ist, ja, um den Leuten etwas anzudrehen, aber dass die Angst die Leute krank macht. Schon jetzt nach den ersten 27 Sekunden harte Facts, ne? Das Problem ist, was ich in den letzten 20 Jahren zunehmend erlebt habe, dass die Politik, die diese Herrschaften machen, meine Patienten krank macht. Und das geht ja nun gar nicht. Das geht einfach nicht so. Ich finde, das sagt er sehr schön. Die Politik macht, er ist Arzt, ja, und die Politik macht uns krank im Endeffekt. Auf vielen verschiedenen Ebenen, so weißt du. Und ich finde das gut und wichtig, dass halt Leute, die Ärzte sind oder auch andere Berufsgruppen und Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, das auch trauen, sich auch trauen, das auszusprechen, so. Weil das ist auch ein Riesenproblem. Ich glaube, wenn mehr Menschen darüber offen sprechen würden, dann würden mehr Menschen das auch wahrnehmen, so, weißt du. Aber wir sind halt in so einer Gesellschaft angekommen, wo die Leute nicht mehr wirklich trauen, das, was sie denken und erleben und fühlen und sehen, noch auszusprechen, weißt du? Weil die Angst davor haben, dass irgendjemand dagegen sein könnte, dass sie irgendwie ihren Job verlieren, dass sie irgendwie sozial ausgegrenzt werden oder irgendwelche Geschichten, so, weißt du, wie ich meine? Und wir müssen den Leuten wieder mehr Mut geben, und das versuche ich auch mit dem, was ich hier tue, zu tun, den Leuten Mut geben, das, was sie denken und fühlen, auszusprechen, so. Und glaub mir mal, viele Leute schweigen zwar, aber viele Leute denken dieselben Dinge, aber trauen sich nicht, das auszusprechen. Und das habe ich gerade in der Corona-Krise, in der Öffentlichkeit, in meiner Szene, YouTube, Hip-Hop-Rap-Szene, extrem wahrgenommen. Dass sich hinter den Kameras, hinter den Kulissen eigentlich die meisten Leute die gleiche Meinung hatten, aber nur 1% der Leute sich getraut haben, das auch vor der Kamera zu sagen, so. Und ich glaube, wenn mehr Leute sich trauen würden, würden wir insgesamt andere Leute auch wieder dazu inspirieren, ihren Mund aufzumachen, weißt du, und dann können wir auch wirklich was verändern. Gar nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich A, um Themen kümmern, wo ich mich noch nicht drum hätte kümmern müssen, und B, ich muss auch politisch in dem Sinne tätig werden, dass ich in die Öffentlichkeit gehe und die Menschen auch mobilisiere und sage, stark, Bro, stark. Leute, nehmt von eurem Recht wahr. Ihr seid Bürger, ihr seid der König in dieser Republik. Genau so ist es. Wir Bürger sind diejenigen, die zu entscheiden haben. So. Wir haben das zwar, wir glauben das zwar nicht mehr, weil wir denken, wir werden von anderen Leuten regiert und die haben die Macht und wir müssen einfach nur folgen. Aber wir sind viel mehr und wir haben viel mehr Macht und Power. Wenn wir das realisieren würden, Digi, dann können wir auch wirklich was verändern. Ey, ist das nicht auch der Doktor, der über Vitamin D diesen Vortrag gehalten hat, den wir uns reingezogen haben? Es ist ja nichts davon. Und dass ich hier bin, ist auch wieder, ja, Zufall oder nicht Zufall. Ich bin, wie gesagt, auf einem langen Weg durch die Literatur dazu gekommen, dass ich gesehen habe, dass A, die Vielfalt der Faktoren ganz wichtig ist, aber dass viele dieser Faktoren aus dem täglichen Leben kommen. Mhm. Wie das Schlafen, wie die Bewegung, wie das Essen, wie das Sonnenlicht. Und dass die Tatsache, dass wir das verloren haben, nicht auf den Einzelnen zurück. Warte mal, das muss ich kurz, weil keiner im Chat hier Feedback gegeben hat, das muss ich kurz selbst verifizieren hier. Ist das nicht der gleiche, Digga? Das ist er, oder? Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation. Doch, das ist er, oder? Ja. Crazy. Bester Mann, Liebe geht raus, hab den da schon gefühlt.
Jetzt geht er in die Schwurbelrichtung noch rein, Digga. Feier ich hart. Hören ist ja zu doof, ist in die Sonne zu gehen, sondern da wird so viel Propaganda gemacht, dass die Menschen fehlinformiert sind und nicht mehr gehen. Oder wer heute auf die Welt kommt, der kriegt einen Sitz- und Arbeitsplatz. Der soll doch mal versuchen, die berühmten 2-3 Stunden sich zu bewegen. Es geht einfach nicht einfach. Und dann bin ich also immer weitergegangen, immer breiteres Konzept. Und schließlich ist mir klar geworden, nicht der Einzelne ist das Problem, die Gesellschaft ist abgerutscht. Und er hat in der Gesellschaft keine Chance oder fast keine Chance, sich gegen den Mainstream zu behaupten. Was tut, schwimmt er los, kennen wir ja alle. 1. Januar wird neue Vorsätze gefasst und nach ein paar Wochen hat er so viel Gegenstrom, dann kippt er um und geht zurück. Ist so, ist genau so, wie er das sagt. Warum? Man muss echt, wenn du gegen den Strom schwimmen möchtest, musst du echt ein hartes, also ein dickes Fell mitbringen. Und hart sein. Mich haben die auch fast hingekriegt wieder, nach diesem Corona-Shitstorm und so. Ich habe auch darüber nachgedacht, wieder umzukehren einfach und zu sagen, komm, scheiß drauf, Digga, ist mir zu anstrengend, weißt du? Aber mein Herz, Gott, mein Gefühl hat mir gesagt, nee, Bro, das sollte genau so sein, damit du genau da weiterschwimmst und stark bleibst und dich nicht unterkriegen lässt, weil du hast nichts Böses getan, nichts Falsches getan. Das wollen die dir halt dann alle eintrichtern. Wenn du einmal anfängst, gegen den Strom zu schwimmen, will dir der Strom, der Mainstream, die wollen dir eintrichtern, dass du ein schlechterer Mensch bist, weil du nicht mit denen schwimmst. So. Darfst halt nicht drauf hören. Welt nicht ausgestattet ist. Wenn jemand auf dem Bahnhof steht und Hunger hat, der findet nur Brötchen oder Brot oder Kuchen. Da gibt es nichts Vernünftiges, Gesundes. Ich bin auch so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich mittlerweile auch, weißt du, das hat mich ja zu ganz vielen Dingen getrieben. Das hat mich mehr in die Spiritualität reingetrieben. Das hat mich mehr in diese Gesundheitsthematik reingetrieben, dass ich mittlerweile einfach mich viel besser ernähre, darauf achte, was ich mir in meinen Körper reingebe, was ich auf meinen Körper, auf meine Haut draufpacke. So. Dann habe ich aufgehört, auch so Sachen wie auch Sexualität und so, Pornos gucken aufgehört. Diese ganzen Matrix-Geschichten habe ich aufgehört, weil ich immer mehr verstanden habe, dass das System und die Politik darauf ausgelegt ist, uns unten zu halten, uns schwach zu machen. Und wir müssen in unsere eigene Stärke reinkommen. Und dazu musst du halt, das musst du halt mal verstehen. Und deswegen bin ich dankbar und froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Viele Leute sagen, ja, du hast voll viel verloren und wegen dem einen Video und verloren. Ich habe nicht wirklich was verloren. Ich habe eigentlich nur was gewonnen. Um ehrlich zu sein. Ich habe viel mehr gewonnen, als ich verloren habe. Und so ist es in vielen anderen Dingen auch. Aber heute kriegen die Kinder ein Smartphone in die Hand gedrückt. Was machen die denn mit? Die gucken den Schrott, der da produziert wird, um die Welt von zu verdummen. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel aus unseren öffentlichen Medien, die wir bezahlen mit unseren Beiträgen, dass da dieser Müll rauskommt. Und Facts. Müll, sondern dieser Müll löst Angst aus. Und wir wissen halt aus der Psychoneuroimmunologie, dass Angst zwar ein idealer Ratgeber zum Kaufen ist, ja, um den Leuten etwas anzudrehen, aber dass die Angst die Leute krank macht. Das heißt, immer wieder da. Nicht nur, dass es falsche Essen ist, das bewegen nicht mehr, wir haben einen neuen Faktor, Angst. Ja. Und als diese blöde Covid-Geschichte fertig war, da haben sie den Krieg angezettelt. Ja. Digga, der Typ ist ja richtig am Start, Bro. Ich habe gedacht, am Anfang, der ist vielleicht zu Mainstream für einen Talk, aber ich glaube, der ist voll auf unserer Wellenlänge, ne? Es wäre an uns Deutschen gewesen zu sagen, nie wieder Krieg, wir haben das alles ja gehabt, wir vermitteln. Der spricht mir aus dem Herzen, der Cousin. Ja. Was haben wir getan? Wir haben Waffen geliefert. Wie bescheuert sind wir denn? Ja. So, und das heißt für mich, wenn die Gesellschaft ein Problem hat, die wir nicht so einfach umswitchen können, dann müssen wir diejenigen, die guten Willens sind, und es gibt ja viele, die auf dem Weg sind. Wir haben ja hier in ganz Teil, aber überall in Deutschland gibt es auch einzelne Leuchttürme. So, wir hier, Love Gang, Digga, wir sind auf jeden Fall einer von den Türmen. So. Muss man ganz klar so sagen, wie es ist? Die sind nur alle zu schwach und zu leise. Und wie wir an. Wir müssen lauter werden. Aber wir sind schon stark, wir sind schon da. Ich liebe euch. Gesehen haben, wenn man die nicht brauchen kann, stülpt man denen irgendeine elende Mütze über den Kopf, dann sind die stille. Das heißt, der Einzelne hat keine Chance. Wir müssen also zusammenorten, im wahrsten Sinne des Wortes, zusammenschließen. Wir brauchen einen repräsentativen Anteil der Gesellschaft in dieser Lobby für Gesundheit, damit wir uns aus dem Fenster lehnen können. Damit es nicht ein einzelner Depp ist oder ein Schwurbler oder sonst was, sondern es ist ein repräsentativer Anteil der Gesellschaft, der sagt, das ist falsch, was ihr tut. Ja, wir haben genauso Wissenschaftler, wie ihr die habt und wir haben genauso Forschung und das ist so und so und so und was ihr macht, ist falsch. Mit der gleichen Berechtigung, wie ihr das sagt. Genauso ist es.
Nur das eine wird halt von den Medien und von der Politik unterdrückt und das andere wird uns halt präsentiert auf dem Tablett. So. Das müsst ihr glauben. Genauso wie in der Corona-Zeit, was er eben angesprochen hat. Es gab genauso viele Professoren, Medien, Leute, die dem widersprochen haben, was der Mainstream erzählt hat. Und die hatten genauso viel Knowledge und Wissen und ja, die hatten nur nicht die Power von den Mainstream-Medien und von der Politik. Die hat das halt nicht unterstützt. Die hat das halt unterdrückt und bekämpft und die anderen Sachen supportet und unterstützt. Und so läuft das dann. Und so, das meinte er auch vorhin. Und die meisten Leute im Mainstream oder in der Gesellschaft kaufen dann das ab, was sie halt direkt präsentiert bekommen. Weil das halt so krass nach vorne gehoben wird und alles andere unterdrückt wird, so, weißt du? Und das ist bei allen anderen Themen genauso. Guck mal jetzt Israel-Palästina. Wo siehst du in Deutschland mal kritische Berichte? Wo siehst du mal Leute, die erzählen, dass das eigentlich ein Genozid ist, der da gerade stattfindet und dass es unmenschlich sein Vater ist und dass wir das eigentlich nicht zulassen dürften? Nee. Die sitzen bei Lanz da und reden nur pro Israel, weißt du? Nicht den Einzelnen platt machen. Ja. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass aus dem Wort Querdenker, was vor 30, 40 Jahren ein Ehrentitel war. Ich schwöre, das habe ich sofort gefühlt bei Querdenker, dass es ein Ehrentitel ist. So. Alle waren sie Querdenker, die großen Leute auf der ganzen Welt und auch in Deutschland. So Einstein, Niels Bohr, was weiß ich, die waren alle Querdenker. Dass da ein Schimpfwort draus geworden ist, also unfassbar. So, und das kann man nicht stehen lassen. Und wenn sie das tun, werden sie wegen Volksverhetzung angezeigt. So ist es, Digga. Genau so ist es, Yasuke. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich zu dieser Kulturgeschichte gekommen bin. Es ist klar geworden, durch die Forschung klar geworden, dass der Mensch ein Teil der Biomasse dieser Erde ist. Und er steht in konstantem Austausch mit der Umwelt. Ja? Wenn wir uns anschauen, wir kommen auf die Welt und sind also ein kleines Fitzelchen, kleine Eizelle befruchtet. Und alles, was dazukommt, hinterher vom 120 Kilo Mann herauszumachen oder 70 Kilo Frau, das kommt aus der Umwelt. 120 Kilo ist wild. Und wenn die Umwelt jetzt das Falsche bietet, dann kriegt dieser Körper, der im Aufbau ist, das Falsche. Wenn einer sich nur von McDonald's ernährt, der wird zum Big Mac zum Schluss. Und Big Mac get out, man, Alter. Diese Einsicht, und wir wissen auch inzwischen, dass es wirklich so funktioniert, nicht nur mit dem 70 Kilo Frau ist auch ein bisschen wild, ne? Sondern wir wissen, dass viele Pflanzenstoffe, die wir mal gegessen haben, ja Mann, ja, geh mal ins Gym, jo. Haben früher gegessen. haben unsere Gene in den Zellen steuern. He likes him chubby, Digga. Nicht nur ein paar Antioxidantien, wie wir das vor 20 Jahren gelernt haben, sondern seit ungefähr 5 bis 10 Jahren haben wir die Epigenetik. Das heißt, wir wissen, wie die Gene gesteuert werden. Und das geschieht mit Umweltfaktoren. Und wenn diese Umweltfaktoren nicht da sind oder falsch sind, dann steuern wir diesen Organismus falsch. Der fällt dann nicht tot um, aber er wird krank auf Dauer. Er wird erst schwach und auf Dauer wieder krank. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der Ziele so, leider, weißt du, dass die Menschen schwach und krank sind, aber nicht sterben sollen. Weil wenn sie schwach und krank sind, kann man sie leicht kontrollieren, steuern und manipulieren. Und die sind immer noch abhängig von den ganzen Pharmakonzernen und von der Pharmaindustrie, weil die Tabletten und etc. brauchen, damit die sich ein bisschen besser fühlen, weißt du? Mit diesen Sachen wird ja Geld gemacht, direkt. Wenn Menschen krank sind und schwach sind, wird damit Geld gemacht. Das heißt, für das System ist es eigentlich gut, wenn Menschen krank und schwach sind. So. Und das ist das Kranke daran, dass das fürs Business-System an sich das gut ist, wenn Menschen krank und schwach sind. Und mit den schulmedizinischen Maßnahmen kommen wir nicht hin. Wir müssen die Umwelt wieder ändern. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich, wir haben drei Umwelten. Wir haben die alte natürliche Umwelt, die wir versaut haben und verlassen haben zum Teil. Wir haben eine neue technische Umwelt, die nicht gut für uns ist. Und wir haben eine dritte Umwelt, die häufig vergessen wird, das ist soziale Umwelt. Mhm. Ja? Ey, technisches Umfeld. Apropos technisches Umfeld. Kennt ihr diese neue fucking Apple? Wie heißt das Ding, Digga? Diese komische Brille, Alter, wie heißt das Ding nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt jetzt diese Brille von Apple, ne? Ich sehe schon. Jetzt kannst du die kaufen für 3.000 oder was? 3.000, 4.000? Wart mal 1, 2, 3 Jahre ab, dann siehst du die ganzen NPCs da draußen mit dieser Brille rumlaufen. Wir haben früher in großen Gruppen... Nicht VR, nee, die heißt anders. ...gelebt, wo man sich gegen... Gestern mir ein Video drüber reingezogen. ...die abgepuffert hat und heute leben wir in einer toxischen Zweierbeziehung. Vision Pro, ja genau. 5K in Deutschland, ja? In States 3 bis 4. Oder Dreierbeziehungen. Ja, die Ehe, die heute noch übrig geblieben ist, die ist toxisch, weil jetzt sind wir da. Irgendwann kommt es zur Auseinandersetzung. Und wenn ich diese Auseinandersetzung nicht in der Gruppe abpuffern kann, dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann für ein paar Tage, ein paar Wochen.
Wir leben halt nicht mehr in unserer Natur und das überträgt sich auf die Gesundheit, auf die Psyche, auf die Stärke und auch auf die Beziehungen so. Wir leben auch, was Beziehungen angeht, nicht mehr in unserem biologischen Ursprung so, sondern wir versuchen da mit sozialen Konzepten irgendwas draus zu machen, was halt keinen Sinn macht so, weißt du? Was keinen Sinn macht und deswegen funktionieren Beziehungen heutzutage auch schlechter denn je, weil wir nicht mehr das machen, wofür wir eigentlich bestimmt sind, sondern das machen, was korrekt ist, sozial irgendwie und konzepttechnisch. Cooles, weißt du? Geht man abends mit dem Zorn ins Bett, mit dem morgens aufsteht. Warum schaffen wir es nicht, dass die Bürger sagen, okay, wir wollen eben gesunde Metzger haben, wir wollen einen gesunden Bäcker haben, der gesunde Sachen für uns kocht und. Ja. Sie könnten es, aber sie sind so, muss ich sagen, wirklich bescheuert. Das ist. So doof, auch nicht, weil sie doof auf die Welt gekommen sind, sie sind dumm gemacht worden. Mhm. Dieser Staat verdummt seine eigenen Bürger, damit er sie besser abzocken kann. Mhm. Es ist mehr als bitter, aber es ist die Tatsache. Das ist ein heftiger Real Talk gewesen hier gerade auf 7-Minuten-Basis, sage ich euch, so wie es ist. Also ich mag den Doktor hier sehr. Wie heißt er? Spritz? Jörg Spitz. Das wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat für einen Talk, würde ich sagen, an der Stelle. Sehr guter Real Talk. Liebe geht raus auf jeden Fall an den Judsten. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.